von der Maria Barth Schule in Nürnberg. Da wird es wieder ganz Tolles geben, nämlich, habe ich gerade schon gehört, Kräuter spielen eine Rolle, natürlich Gewürze. Und ich lasse mich einfach mal überraschen und hoffe Sie auch. Jetzt wünsche ich Ihnen viel, viel Spaß mit der Kochschau. Genießen Sie mit Schwester Regina Werner und Herwig von den Möbelmacher. Ja, vielen Dank, Susanne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt hat lang. Jetzt geht's auch, ne? Vielen Dank, Susanne. Wir haben heute eine Besonderheit. Normalerweise empfehlen wir ja mit unseren Köchen die Restaurants, die die Köche betreiben. Heute ist es ein bisschen anders. Heute ist, wie Susanne schon gesagt hat, Schwester Maria Werner bei uns. Sie hat kein Restaurant, sie kocht für die Schüler. Für die Schüler der Maria Barth Schule. Und im Laufe unseres Kochens werden Sie noch mitkriegen. Im Laufe der Kochshow werden Sie noch merken, warum wir die Maria Barth meistens Mary Ward nennen. Ja. Ne, in Insider-Slang, weil wir kennen sie ziemlich gut in der Zwischenzeit. Du schon viel länger, aber ich auch schon aus einigen Kochshows. Aber jetzt fangen wir erstmal an, indem wir erzählen, was wir kochen. Und das Wichtigste, wir kochen Rezepte aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Denn da ist Regina die Spezialistin dafür. Applaus für Regina Werner. Ja. Danke. Ja, wir haben das letzte Jahr ja schon hier miteinander bestritten. Dieses Mal gibt es neue Rezepte. Das letzte Mal waren die Rezepte aus dem 16. Jahrhundert aus England. Dieses Jahr sind die Rezepte auch aus dem 16. Jahrhundert, aber aus Italien. Also sie stammen von einem berühmten Koch, der auch damals schon ein Kochbuch geschrieben hat, von Bartholomäus Capi. Der war der Leibkoch des Papstes Pius V. Kennen Sie den, Bartholomäus Capi? Muss man jetzt nicht unbedingt kennen, wenn man sich nicht näher damit befasst. Aber ich habe mir die Rezepte ausgesucht, weil mich das einfach beeindruckt, dass man in der damaligen Zeit so kreativ gekocht hat. Also wir haben hier dann zum Beispiel auch für unsere Suppe, was es ja lange Jahre bei uns gar nicht mehr gegeben hat, Karotten, die auf den ersten Blick gar nicht so ausschauen, die sind nämlich lila, also die sind nicht irgendwie gefärbt, die wachsen so. Und die sind dann innen wie die gewöhnliche Karotte, orange, und außen dann so, ja, purpurfarben. Und die stehen im Rezept auch als lila Karotten? Die stehen im Rezept auch so drin, dass man die bevorzugen soll. Und das finde ich einfach das Tolle, dass man das jetzt so durch die Bio-Bewegung, die in den letzten, naja, jetzt kann man ja schon bald sagen, Jahrzehnten, ja. gewesen ist, wieder ins Bewusstsein gekommen ist. Weil viele Gemüsesorten hat man einfach so durch die Supermärkte vergessen. Und die kommen jetzt einfach wieder, weil die nachgefragt werden und wieder angebaut. Und das finde ich einfach eine schöne Sache. Und damals hat man auch viel mit Gewürzen gearbeitet und Kräutern. Das letzte Mal waren stärker die Kräuter, dieses Mal sind mehr die Gewürze. Und was ich auch interessant finde, dass man früher Fleisch ganz anders kombiniert hat, als wir das heutzutage tun. Also es gibt bei uns heutzutage einen Schweinebraten oder Lämmchen oder einen Rinderbraten. Und damals hat man in dem Risotto, das heute kommt, wo wir gerade dabei sind, wo der Herwig schon das Fleisch schneidet, kombiniert zum einen Hähnchenfleisch und zum anderen Gänsebrust. Und damals gab es noch nicht so die Probleme wie heute mit BSE, da durften wir Hirn noch verwenden. Jetzt nimmt man das Hirn zum Denken und nicht mehr zum Kochen. Also wenn Sie auf der Homepage die-meubelmacher.de die Rezepte nachlesen, da steht das Hirn in der Originalfassung noch mit drin. Aber Regina hat es angenehmerweise auch jeweils übersetzt und die heutige Zeit übertragen. Deswegen gibt es die normale hochdeutsche Fassung zum Nachkochen. Und für die, die sich wirklich dafür interessieren, haben wir dann auch die Originalfassung, wo dann das Hirn auch mit drin steht. Genau, aber wir nehmen jetzt als Variante oder als Ersatz dafür Hackfleisch, das in ein bisschen Brühe gegart ist. Okay. Gut, dann fangen wir mal an. In der damaligen Zeit, Gewürze waren sehr in das Risotto kommen Nelken und Zimt. Das ist jetzt noch nicht so außergewöhnlich. Was aber
außergewöhnlich ist, dass man bei einem pikanten Gericht das Ganze süß kombiniert. Es kommt nämlich Zucker rein. Den Rohrzucker gab es in der damaligen Zeit nämlich auch schon. Nein, den Rohrzucker gab es noch. Doch, den Rohrzucker gab es, den Rübenzucker gab es noch nicht. Und aus diesem Grund mischen wir jetzt hier mal den Zimt mit dem Zucker. Und dann kommt es unten ein bisschen in die Form. Okay, okay. Komm mir nicht zu nahe. Ich halte mich zurück. Dann kommen ein bisschen Nelke und dann kannst du schon eine Schicht von dem Reis reintun. Das ist ein Risotto-Reis und der ist zusammen mit dem Fleisch gegart. Also Fleisch und Reis wird gleichzeitig gegart mit ein bisschen Salz. Und also das Hähnchen und die Gans waren damit. Wie dick stellst du das vor? Ungefähr? Ja, dass man vielleicht so zwei, drei Schichten rein machen. Ich schneide in der Zwischenzeit die gelbe Rüben weiter. Gelbe Rüben ist ja eigentlich hier fehl am Platz als. Gelbe Rüben, lila Rüben. So, und dann drauf das dann Fleisch. Dann darfst du ein bisschen Fleisch drauf tun. Dass wir das schön mischen mit der Gans und dem Huhn und dem. Ich muss hier mal deinen tollen Herd bremsen. Ja, mach das. Und dann gehe ich da schon rein. Vielleicht noch dazu, warum ich jetzt, obwohl ich ja von der Maria-Watt-Schule komme und Mary Ward, warum ich jetzt hier das mal in die italienische Küche abdrifte, nachdem die Mary Ward ja Engländerin war. Da kommt jetzt noch ein bisschen Hackfleisch. Naja, also es ist nicht so wirklich vegetarisch für das Gericht. Das hat man in der damaligen Zeit auch nicht unbedingt so gemacht. Wir haben leider keinen Bildschirm, aber ich kann es Ihnen so ein bisschen zeigen. Wir haben als Unterschicht den Reis, haben da drauf die Hähnchen- und Gänsescheiben und haben oben drauf jetzt noch das Hackfleisch verteilt. Und da kommt jetzt dann noch große Parmesan dazwischen ein bisschen. Dazwischen und dann wieder Reis drauf? Und dann, ja. Okay. Wie oft hast du schon gekocht? Das habe ich sogar mit meinen Schülerinnen im Kochunterricht gemacht. Echt? Ja. Cool. Und die waren, also da haben wir dann die Gänsebrust weggelassen, weil das vielleicht dann doch ein bisschen intensiv schmeckt für die Schülerinnen. Aber ansonsten fanden die das ganz gut. Und bei Schülerinnen ist das ja immer gar nicht so einfach. Ja. Welches Alter? 5. Klasse. Also 11 Jahre alt. Ja. Und die können bei uns an der Schule Wahlfach Kochen nehmen, weil im Gymnasium, die sind ja benachteiligt in der Beziehung. Ja, sehr. Und haben das nicht als Unterrichtsfach. Und dass das doch eine Möglichkeit ist. So, da nochmal was drauf? Ja. Mhm. Dazwischen tun wir wieder so ein bisschen so Zimtzucker. Zimtzucker, okay. Ein bisschen Nelken und ein bisschen Parmesan. Und dann machen wir mal eine fertig. Genau. Lassen wir die. Achso, sonst kommt nichts mehr drauf. Dann ist die. Am Schluss kommt nochmal Parmesan ordentlich drüber. Okay. Die Nelken habe ich jetzt irgendwo hier hin. So. Genau, nochmal zurück. Warum italienische Küche? Die Mary Ward ist ja auch immer wieder nach Rom, damals zu Fuß. Zu Fuß nach Rom? Von England? Von England, ja. Über München. War kein Wochenendtrip. Ne? Nicht unbedingt, nein. Und sie hat unterwegs auch immer wieder Stationen gemacht, hat Schulen gegründet. Ja, so tun wir es jetzt rein. Also zweimal unten Reis, in der Zwischen das Fleisch und dann oben wieder Reis. Und so, und ich bin jetzt mit den gelben Rüben auch fast zu weit. Soll ich das machen oder was anderes? Kannst du, weil wenn ich mit den gelben Rüben so weit bin, dann kann man da. Kann man die Suppe machen? Ja. Okay, dann mach ich.
Also die ist nach Italien gelaufen, ja, genau. Und hat auf dem Weg dahin immer wieder auch Schulen gegründet, weil ihr das ja wichtig war. Ach, Schulen gegründet, so nebenbei. Wenn man eh gerade unterwegs ist, kann man auch ein paar Schulen gründen, oder? Ja, weil ihr das einfach wichtig war, dass Mädchen damals auch eine Ausbildung kriegen und Bildungsmöglichkeiten haben. Sich sehr für Mädchen und junge Frauen engagiert. Ja, und die hat ja damals ihren Orden schon gehabt. Also sie, das mit dem Orden, das ist ja das Problem, dass sie keine bestehende Ordensregel, die es in der Kirche gab, ja angenommen hat. Sie wollte die Ordensregel der Jesuiten, aber man muss sich das vorstellen, 16. Jahrhundert war ja das so, da durften ja die Frauen auch nicht alleine auf die Straße, es sei denn mit Ehemann oder Vater. Und dann mussten die Ordensfrauen damals ja hinter Klostermauern sein. So, jetzt gebe ich da nochmal Gas. Halt, das ist der. Da haben wir jetzt eine Geflügelbrühe und da kommen jetzt die Karotten rein. Und was kommt da noch auf den Geist drauf? Auch wieder Fleisch, die gleiche Prozedur wie vorhin. Und dann hat sie in Rom eine Schule gegründet und was ich da als Anekdote auch ganz nett finde, sie hat, weil sie ja ihrer Zeit voraus war, hat der Papst dann die Schule schließen lassen und die Mütter sind dann erbost von der Schule, also die Mütter der Schülerinnen sind erbost von der Schule zum Bischof gezogen. Das war sozusagen eine der ersten Demonstrationen. Erstmal. Genau. Also die Mary war schon auch heutige Zeit, würde man sagen, Frauenrechtlerin. Ja, also auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall eine von den ganz starken Frauen im Mittelalter. So, dann kommt nochmal. Also in der Suppe kochen jetzt die gelben Rüben. Dann hat man damals ja viele Kräuter verwendet. Darum kommt da jetzt ein bisschen Thymian mit rein. Ist für unsere Zeit auch noch nichts Außergewöhnliches. Aber dann geht es natürlich schon in die Vollen. Auch in die Suppe kommt Nelken. Und Zimt, in dem Fall allerdings ohne Zucker. Man muss es ja nicht übertreiben. Also kalorientechnisch richtig sparsam ist es nicht. Ne? Ja, damals hat man natürlich auch nicht so einen Komfort. Das ist jetzt Safran, den hat man damals auch viel verwendet. Damals hat man ja nicht so den Komfort, dass alles elektrisch ging. Ja. Und darum hat man auch mehr Kalorien gebraucht. Ja. Das ist ein Problem, wenn man zu wenig davon verbrennt. Dafür konnte man sich das Fitnessstudio sparen. Ja, deswegen fährt er heute ja mit dem Auto ins Fitnessstudio, um dort zu radeln. Ne? Genau, so macht man das. Gut, also für die Suppe haben wir die gelben Rüben. Da hast du nochmal Gewürze drauf und dann mache ich mit Parmesan gleich. In meiner Küche bin ich mehr da rein. Ja. Ich muss einfach. Ups, das war jetzt die Muskatreibe. Du musst einfach mehr in deiner Küche gucken. Das, meinen Segen hast du. So. Ich meine, werden die Köche sonst immer sagen, was, für 8 Leute so viel? Oder auch die normalen Köche ist für dich 8 Personen eher eine Erholung, oder? Ja, wir haben ja in der Schule insgesamt 1400 Schülerinnen und bei uns im Tagesheim in der Grundschule sind zum Essen 120, 130 am Tag. Also das ist so das, was dein normales Kochen ausmacht. Ja. Ne? So, in der Suppe haben wir die gelben Rüben, den Thymian, Nelke, Salz haben wir rein, Zimt haben wir rein. Jetzt machen wir noch ein bisschen Pfeffer. Und dann geht es an die Fleischgerüste. Wie viele Leute seid ihr in der Küche, Regina? Weil ich meine, du kannst nicht alleine für 120 Leute kochen. Ja, also ganztags, nein, ich bin auch gar nicht ganztags angestellt, aber ich habe Mitarbeiterinnen, die Teilzeit angestellt sind, die dann für die
Schülerinnen. Die sind aber nicht bekommen. Im Orden dann. Also nein. Du bist die. Ich habe eine Mitschwester, die mir noch kennt. Eine Mitschwester? Okay. Die ist so freischaffender Künstler. Ah ja. Und arbeitet in der Küche mit, also ist nicht angestellt. Der Künstler kann man da immer mal brauchen. Ne? Ja. So, jetzt wird es mal kurz laut, weil wir für die Suppe noch Fleischklößchen machen. Da kommt jetzt Hähnchenfleisch rein. Also man hat viel süß und pikant miteinander kombiniert. Wie findest du die? Wie kamst du überhaupt drauf, dich für diese Art des Kochens? Weil es gibt ja eine ganze Szene offensichtlich, ne? Habe ich jetzt durch deine Links da gesehen. Da gibt's ja, also für Mittelalterküche gibt es jetzt mehr, weil ich meine, das ist ja hier in Nürnberg auch, im Burggraben dieses Mittelalterfestival. Und im Merivort ist also dann schon frühe Neuzeit, da gibt es jetzt nicht so viel, aber man kann dann doch auch was finden. Parmesan kommt jetzt noch mit rein. Und da auch Nelken. Und dann tun wir hier den restlichen Zimtzucker mit. Klößchen in der Suppe dann, ne? Genau, dann haben wir das schon. Mal schauen, ob wir alles haben. Ja, ein Ei noch, das ist bindet. Und da finde ich das einfach schön, dass das eigentlich so mit dieser Bio-Bewegung, dass das nichts ganz Neues oder Modernes ist, sondern dass man das früher ja auch so gemacht hat. Oder auch die Zusammenhänge dann zeigen kann. Ne? Ja. Einmal muss noch würzen hier, oder muss man mit den Nelken? Nelken ein bisschen drüber. Und dann kannst du da noch Parmesan drüber schütteln. Und dann haben wir das auch. So. Jetzt nochmal zu dem Kochkurs. Das heißt, du unterrichtest dann auch Schüler, die in das Wahlfach gehen? Ja, wir haben eben dieses Wahlfach Zubereitung internationaler Speisen und das können die Schülerinnen dann wählen und das machen die eigentlich auch ganz gern. Das ist einmal pro Woche dann, wo ihr zusammen kocht? Und da haben sie halt auch die Möglichkeit, dass sie mal nicht nur vom Kopf her, ich meine, man muss natürlich schon das Rezept lesen und begreifen und solche Sachen, aber es ist dann doch was so mehrere Sinne anspricht und wo man dann was Praktisches machen kann und ich finde, es ist fürs Gymnasium schon hilfreich, ne? Ein schöner Ausgleich. Und von daher finde ich das immer schade, dass das wirklich im Gymnasium so wenig drin ist. Man wundert sich dann immer, warum die Jugendlichen fehlernährt sind oder also entweder zu dünn oder zu dick. Auch nicht mehr kochen können. Ja. Später muss man dann teuer irgendwelche Kochkurse machen. Das wäre in der Schule. Und das hat eben die Mord damals ja auch gemacht. Also die haben damals. Die hat ja auch gegen sämtliche Kirchen. Väter und Leute kämpfen müssen ständig. Ja,
Ich meine, man kann sich das natürlich vorstellen, sie war einfach da ihrer Zeit weit voraus. Ja. Und es, wie gesagt, es war ja in der Gesellschaft auch so, dass die Frauen nicht alleine irgendwo unterwegs sein durften. Und dann durften natürlich erst recht Adelsfrauen. Das war ja... Ja, und sie reist in der Gegend rum und gründet dabei auch noch neue Schulen. Wie hat sie das gemacht? Naja, sie hatte einige Freundinnen, Gefährtinnen, die mit ihr zusammengearbeitet haben. Und die dann... auch schon ein bisschen vorbereitet haben, oder? Ja. Also schon mal vorher hinschickt, weil man, kann man das so im Vorbeigehen schnell mal eine Schule gründen? Also sie hat natürlich auch viel Kontakt mit Fürsten gehabt, also in München zum Beispiel mit dem Maximilian damals. Und die haben sich dann auch oft dafür eingesetzt, weil denen das natürlich auch ein Anliegen war, dass in ihren Ländern was für die Bildung getan wird. Also im Original wäre die Suppe jetzt sicher etwas dicker, weil man die ja dann auch mehr zum Sattessen, da wären vielleicht die gelben Blüten länger gekocht, weicher gekocht. Aha. Ich sehe mal in der Zeit, wenn du den Bock noch anwirfst, ja, die Erbsen wären ganz schnell fertig dazu, dann hätten wir ein bisschen einen farbigen... Ja. Akzent noch auf unserem Teller. So. Die Erbsen. Wo man die Erbsen? Machst du ein Öl rein? Oder? Nee, die werden in Brühe, werden die einfach gegart. Hier haben wir noch Brühe. Okay. Und dann habe ich hier, muss mal hier ein wenig aufräumen, in meiner Küche. Aber du hast ja das Problem mit der Bühne, das ist ja, liegt ja sozusagen nicht an dir. Unsere Küchen sind schon normalerweise groß genug, aber meist richten wir uns nach den Küchengrößen unserer Kunden. Was soll man machen? Wenn die Küche klein ist, gibt es halt eine kleine Küche, und wenn die Küche groß ist, gibt es eine große. So. Die Brühe habe ich schon drin. Wunderbar, dann kannst du die Erbsen hinterher. Okay. Und nachdem man natürlich früher, 16. Jahrhundert, noch nicht den Luxus hatte, dass man einfach so eine Dose mit irgend so einer Instantbrühe, sei es Gemüse oder Fleischbrühe, aufgemacht hat, musste man natürlich den Geschmack irgendwo anders herbringen. Also die Brühe, die ich verwende, das ist eine Hühnerbrühe. Und für unsere Erbsen tun wir da jetzt noch ein bisschen so Schinkenstreifen rein. Ich zeige sie nochmal in unserem Wok, weil sie nicht hinschauen können. Ich nehme jetzt einfach die Brühe mit den Erbsen und Schinken drauf. Da läuft die Brühe. Das ist das Problem. Doch schräger kann ich nicht. Irgendwann. Kein Induktionswok ist auch ganz angenehm. Wenn wir mit unseren Kunden gemeinsam Küchen planen, dann kochen wir natürlich auch zusammen. Und dann zählen dann Dinge wie der Induktionswok, der Dampfgarer oder der Teflonjagd, die natürlich auch dazu, zu den Dingen, die man kennenlernt. Du hattest vorhin da an dieser Stelle genialen Geschirrtuch, das hast du gesagt. Hab ich entführt. Aber ich finde es so gut. Genau. So, um das Ganze natürlich jetzt auch noch ein bisschen interessanter zu machen. Noch interessanter. Kommt jetzt bei dem Gemüse Anis mit rein. Anis, ja, riecht nach Pastis. Ja, wenn man es nicht in der alkoholischen Form, also Destillation, so Schnäpse gab es damals noch nicht. Der Wein, den es damals gab, der war eher mit unserem Netzwerk zu vergleichen. Aber er war gesünder als Wasser, ne? Hast du das letzte Mal erzählt. Ne? Das heißt, dass dann da ständig vom Wein und so die Rede ist, lag auch einfach daran, dass das Wasser nicht so sauber war, wie wir heute diesen Luxus genießen. Sehr zu wünschen übrig gelassen. Aber man kann auch Bier trinken statt Wein. Ja, war also, auch sauber. Haben die Mönche gemacht. Ja.
Also gab es auch Nonnen, die Bier gebraut haben? Ja, also unsere ersten Mitschwestern, wir haben in England eine Mitschwester gehabt, die das mal, also die hatte das Archiv und die hat das Ganze recherchiert. Da ist in den Unterlagen drin, dass eine Schwester zuständig war, um das Bier zu brauen. Cool. Also das kann ich mir auch vorstellen können. Ja, also vielleicht sollte man das als Anregung mitnehmen, dass die Mary Ward Schule im Prinzip auch Bier brauen sollte, oder? Ja, also. Ich meine, die Adel Holzener haben das Wasser. Ihr habt das Bier. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so abwegig. Ja. In der Oberstufe gibt es ja die sogenannten W- und T-Seminare, ja, also genau. Wissenschaftliche und Praxisseminare. Und zum Beispiel am Bienheim Gymnasium, die haben ein B-Seminar Bierbrauen. Die ja. brauen ihr Schulfest Bier selber. Ja, das wäre doch super. Ich würde auch noch historische Gründe mit haben. Ihr könnt ja auch noch die Geschichte verpacken und so. Also, ja, wäre doch. Wäre schon alles möglich. So, jetzt lass die Suppe noch ein bisschen. Ja, ich will bloß, dass das eine ganz gering, wenn ich das da rein tue. Weil wir die Suppe noch ein bisschen mit Ei legieren. Mhm. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Ja, wie schaut es denn bei dir aus? Also Peter hat die Knie im Mund, dann kann ich mit ihm. Ja, ja. Weil das wirft man ja immer diesen Fernsehköchen vor, ne, dass die da wirken, wenn man da die Menschen an. Aber es ist auch gewürzt. Ja. Beim Kochen immer den Löffel nehmen kann. Magst du mal probieren? Ja. Leicht, diese Rezepte zu lesen und zu interpretieren, weil es gibt ja kaum Mengenangaben. Ne? Ja, das schreiben ja immer nur, die schreiben ja immer nur ausreichend und genug und ja, nicht zu so knapp. Das war ja nicht wie jetzt Rezeptbücher bei uns, die man jetzt kauft, um das nachzukochen oder für irgendwelche Leute, die das noch nicht kennen, sondern das waren ja Profis, die es geschrieben haben. Die haben natürlich ihre Geheimnisse nicht gleich verraten. Für wen haben Sie dann diese Bücher eigentlich geschrieben? Gegenseitig, das ist untereinander. Für, Kollegen, ja. Für die Kollegen kann man denen weiterhelfen. Und die sich da ausgekannt haben, die wussten natürlich. Also da sind auch natürlich keine Temperaturangaben oder Zeitangaben, ja. Sind da auch mit drin. So. Okay, also mit der Suppe kann man schon den ersten also ganz leicht servieren. Die Farbe ist natürlich jetzt durch die lila Karotten. Karotten schon interessant. So, jetzt kommt noch der letzte Parmesan rein. Den habe ich doch gerade gesehen. So, gut. So, dann richten wir an. Und dann schauen wir, ob nach der Suppe noch jemand mutig genug ist. Auf Gericht zu probieren. Weniger hat, das ist kein persönlicher Angriff.
Das ist einfach nur, weil es so schnell gehen muss. Sie können reklamieren, aber werden damit erfolglos bleiben. Rezept finden Sie, wenn Sie auf die-moedelmacher.de gehen, da ist der Link zum Video erleben und da ist dann im Programm sind die einzelnen Gerichte, das heißt lombardische Suppe, glaube ich, ne? Ja. Also wenn Sie nach Lombard eingeben, die besucht, bei diesen Rezepten, da sammeln wir die Rezepte von unseren Kochshows seit dem Jahr 2000 und wenn Sie da einfach lombardisch oder Suppe eingeben, dann werden alles gezeigt, was damit zusammenhängt. Da findet man dann schon ganz gut hin. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen jetzt dann nur noch Gäste, die Hauptspeise essen. Das, die werden wir finden, die sitzen da schon. So, das Schöne an deiner Küche ist, dass das wirklich alles so beieinander ist. Das ist der Zweck der Übung. Wir wollen damit zeigen, dass die Küchen der Müllmacher auch Werkzeuge zum Kochen sind. Risotto, das ist lombardischer Risotto. Lombardischer Risotto. Und die Erbsen sind eben Cottage in der Italien. Cottage, genau. Ja, 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 ja. Das ist ja damals in nicht so einem schicken Wok, sondern im. Thank you.
Also falls du mal keine Lust hättest mehr, solche Küchen zu bauen, würde ich dich... Frontcooking. Okay. Ja. Da kannst du mich schon mal einladen. Ich meine, so oft wie du jetzt mit mir gekocht hast, kann ich auch mal zu dir kommen. So. Das ist also sicher nicht das Problem. Wow. So. Na, aber just in time, nur eine Minute überzogen, das ist perfekt. Das heißt, also jetzt kann ich Sie leider nicht ins Restaurant zu Regina einladen, ich kann Sie auch zu solchen Orden können wir schon einladen, oder? Aber nur Frauen. Nur Frauen, ja. Also wer öfter mit Regina zusammen sein will, kann für den Orden eintreten. Töchter, Enkelinnen in die Schule. Die alle in die Schule, in die Maria Ward oder Mary Ward Schule. Und wenn Sie das Ganze selber zu Hause nachkochen wollen, brauchen Sie natürlich eine Küche von den Möbelmachern, sonst schmeckt es nicht vernünftig. Die Rezepte finden Sie auf unserer Homepage.